die Chemikalien? In deinem Russenarsch. Du kannst mir nicht wehtun. Aber du, Captain, du kannst das besser. Denkst du, ich habe dein Gesicht vergessen, SAS? Und du, Sergeant? Hey, Scheiße, halte deinen Kopf an! Der verdammte Penner! Wir müssen den Bastard brechen, Captain. Genau das machen wir ja. Nikolai, wo ist das Paket? Ich bringe es rein, Captain. Okay. Geh zu Nikolai, hol das Paket und bring es her. Okay, das macht mich neugierig. Sergeant Garrick, das Paket ist drin. Was ist das? Bitte, lass uns gehen. Wir wissen nichts. Zum Verhandeln. Vielleicht ändert der Schlechter seine Meinung. Mama, was passiert hier? Schon in Ordnung. Bitte, lassen Sie meinen Sohn. Wir tun, was Sie wollen. Keine Angst, Mama. Du bist Mamas tapferer Junge. Okay, das Wo ist krass. Wo bringen Sie uns hin? Wo gehen wir hin, Mama? Wir reden mit ein paar Männern und dann gehen wir wieder nach Hause. Was Sie da tun, ist unverzeihlich. Wir sind unschuldige Menschen. Ich will wissen, warum wir hier sind. Kyle, du musst das nicht tun. Bist du dabei? Ich bin dabei. Ganz. Gut. Übergib sie hier. Nicht! Nein, bitte! Wenn's hart ist. Hat mich interessiert, wie weit sie gehen. Hamun! Du machst bloß nichts an, du Hurensohn! Ohne Samthandschuhe. Wie gewünscht. Was hast du getan? Dein Sohn ist hier, dein Kind. Er hat kein Problem, Kindern weh zu tun. Ist das so, Kyle? Keins. Halt's Maul. Was hast du getan? Ich sagte doch, du sollst uns raushalten. Captain, ich sollte gehen. Wegtreten. Nimm den Revolver. Was werden sie uns antun? Nein. Hey, nein. Nein, nein. Hey, stopp. Stopp! Sieh! Hey! Sieh mich an! Stopp! Sie haben nichts damit zu tun! Sag das dem Jungen aus der Botschaft. Okay. Stopp! Bitte! Bitte! Lass... Was zum Teufel? Du hast das Urteil gesprochen, Kyle. Ich würde den Sergeant hier nicht mit einer geladenen Waffe rumfuchteln lassen, wenn es nicht sein muss. Also, letzte Chance. Wo ist das Gas? Fick dich. Durchladen, Sergeant. Nein, lass ihn. Hör zu! Bitte! Hör mir zu! Caretka-Theater. Lügner! Nein, es stimmt! Lügner! Das ist dort! Caretka-Theater! Ich schwöre es euch! Wo ist Hadir? Der Grünschnabel? Ihr könnt ihn nicht mehr aufhalten. Los, Sergeant! Rette beschissene Russen! General Barkov ist längst tot. Hadir, er ist hinter Barkov her. Wir sind hier fertig. Pack deine Sachen! Ich wollte ihn nicht erschießen, ich wollte vorbeischießen, ein Schreckschuss. Sichern und melden, du kennst das. Nachher, nimm den Wagen, er bringt dich aus der Stadt raus. Hadir ist auf Barkovs Anwesen, er wird ihn töten. Und einen Weltkrieg starten. Nicht, wenn wir vor ihm dort sind. Garrick, steig ein, gib Deckung. Ich wollte knapp vorbeischießen. Roger. Damit er einfach merkt, dass die Waffe geladen ist. War sie anscheinend nicht. Bindet mich los, ihr Wichser! Вижу химикаты. Внимание всем! Заложники безопасности. Химикаты целы. Мясник здесь. Принято. Расчет их им защиты уже в пути. Город может спать спокойно. Эй! Kontrollpunkt. Für uns. Macht das einen Unterschied? Die Straße ist dicht. Und jetzt? Draufhalten. Wenn sie nicht ausweichen? Dann bricht gleich die Hölle los. 3 Sekunden? Das ist reichlich Zeit.
Heilige Scheiße, Captain. Nikolai hat uns gerettet. Wenn sie uns folgen... Passiert nicht. Boss. Was zur Hölle machen wir hier? Wir räumen den Dreck weg. Mit Frauen und Kindern? Als Druckmittel. Sie waren Geiseln. Ohne Handschuhe kriegst du Blut an deine Hände, Kyle. So ist das nun mal. Und wo ziehen wir dann die Grenze, Sir? Du ziehst die Grenze, wo immer du sie ziehen musst, Kyle. Letztlich muss einer dem Feind Angst vor der Dunkelheit machen. Wir werden schmutzig. Die Welt bleibt sauber. Das ist die Mission. Also, wenn du Skrupel hast, kriege ich das auch allein hin. Nein, Sir. Keine Skrupel. Gut. Und jetzt zu Hadir, bevor er Barkov killt. Suchtrupp. Adios, Leute. Sie suchen noch. Dann sind wir nicht zu spät. Holen wir uns Adir, bevor ihr in Barkovs Keller einen dritten Weltkrieg anzettelt. Bleibt dran. Sneaky Mission. Alles ruhig. Also hat Adir bereits die Kontrolle. Ob Barkov hier ist? Geh davon aus. Wenn nicht... Das Spiel sieht einfach so gut aus. In Barkovs Haus wird es vor Al-Katala wimmeln. Am besten nutzen wir die Dunkelheit. Bleib unsichtbar und greif nur an, wenn du musst. Wenn Adi in Barkovs Haus ist, müssen wir versuchen, ihn zu finden. Es sind Schüsse gefallen. Los. Durch dieses Tor kommen wir rein. Schieß auf die Lampe. Wir nutzen die Dunkelheit für Deckung. Gehen wir. Okay, man sieht so nichts. Al-Katala voraus. Nicht schießen. Zu viele. Bleib in Deckung. Meide das Licht. Weiter. Bleib unsichtbar. Ich mag solche Missionen. Wir müssen den Strom kappen. Benutzt den Sicherungskasten an der Wand. Ach, Captain Price, du bist einfach rum. Aber eine Maschine. Rückzug ist abgeschnitten. Schieß die Lampe aus, das wird sie ablenken. Warte, bis sie gehen. Okay, sie trennen sich. Zwei auf der rechten Seite. Erledigen wir die zuerst. Die hört das nicht. Und jetzt die anderen. Alles gesichert. Weiter. Da vorne ist der Aussichtspunkt. Da ist das Anwesen. Mal sehen, womit wir es zu tun haben. Was haben wir, Boss? Haupthaus ist friedlich. Aktivitäten am Uhrenturm, in der Kirche und beim Pool. Abseilen. Ich behalte dich im Auge. Gut, los geht's. Ah, okay, ich bin schon festgemacht.
Alles sicher. So, die Patronen fallen runter. Vorsicht, sie sind in der Überzahl, aber du kannst dich zurückziehen, wenn es zu haarig wird. Ich habe die Lampen für dich ausgeschossen. Der Pool liegt im Süden. Such einen Sicherungskasten. Den Strom zu kappen wird uns einen Vorteil verschaffen. Klingt, als hätte Alcatala eine Geisel. Sieh nach, ob Hadir da ist. Vielleicht hat er Barkov. Über dem Pool ist ein Oberlicht. So kommst du zu den Gefangenen. Mit diesem Sicherungskasten kannst du den Strom für dieses Gebäude abschalten. Sichtkontakt verloren. Du bist vorerst auf dich gestellt. ما عندي شيء بلغ عن للثورة الأجنبي مين هون؟ مين في؟ قتل واحد منا راح تموتوا Keine Spur von Hadir, aber seine Leute haben eine Geisel. Finde heraus, was die Geisel weiß. Jede Information kann uns zu Barkov führen. Okay. Mein Vater. Der ist am Ende. Vielleicht könnt ihr bei der Kirche und am Uhrenturm noch reden. Achtung, in dem Fahrzeug sitzt eine Alcatala-Patrouille. Halte dich fern. In welchem Fahrzeug? Ich habe Sichtkontakt zu dir. Sie wissen, dass etwas nicht stimmt. Halt den Kopf unten, damit sie dich nicht finden. Such beim Uhrenturm nach dem Gefangenen. Feindlicher Wagen, nicht angreifen. Abu Sa'ir, خلصنا من رهينة بقى. بدنا نمشي الأمور. Abu Sa'ir, سامعنا شيء؟ Das ist eine weitere Geisel. Sieh nach, ob er noch reden kann. Wieso? Ich verrate meine Familie. Scheiße, Captain. Die Geiseln gehören zu Barkovs Familie. Barkovs Leute waren in Hadirs Haus. Jetzt ist er in ihrem. Zur Kirche, sofort. Wenn sie eine Geisel haben, wird sie nicht mehr lange am Leben bleiben.
Wo willst du hin? Lass mich bitte nicht hier! Bitte! Geh nicht! Bring mich hier weg! Komm zurück! Bitte! Ich will hier nicht sterben! Bitte! Sie werden mich umbringen! Geh nicht! Bitte! Geh nicht! Oh lol, das schreckt mich halt! Bin schon weg. Du nährst dich der Kirche. Sie verschärfen die Sicherheit. Alcatala-Patrouillen sind vom Haupthaus auf dem Weg zu dir. Hallo. Er ist in der Kirche. Klingt so, als blieb ihm nicht mehr viel Zeit. Zu deiner Linken ist ein Feindwagen. Ich sehe einen Feind. Rechts. Ich habe nicht gesehen, Adu. Es ist nicht falsch. Reich, schau mal rein. Da ist ein Ziel zu deiner Rechten. Schon gemerkt. Ziele zu deiner Linken gesichtet. Du hast dein Ziel vor dir. Mit. Du hast dein Ziel hinter dir. Den schnapp ich mir. Okay, gute Nacht. Du wirst es mir sagen! Sie ist verschlossen. Versuche einen anderen Weg zu finden. Deine Leute hergestellt haben. Und sing sie. Du weißt. Zur Kirche. Adir könnte noch eine Geisel haben. Promette sind. Wo ist das Labor? Auf! Ich habe die ganze Nacht Zeit. Bleib unten, so bist du schwerer zu sehen. Gute Nacht. Lässt sich nicht öffnen. Siehst du das? Du musst mir nur sagen, wo Barkov ist. Ich will seinen Standort. Wo ist er? Du wirst... Wow. What the fuck, einfach nur. Hier waren plötzlich so viele Leute. Gute Nacht. Wo ist er? Der Kahraba. Rach, schuf, elbet der Kahraba. Da sind Al-Katala zu deiner Linken. In Lambad Sarlunchi. Nein, der Erja Schare. Pass auf, er ist nicht allein. Feuer auf einen Streich. Siehst du das?
musst mir nur sagen, wo Bartow ist. Ich will seine Standort. Wo ist er? Du wirst es mir sagen. Wir wissen von den Chemiewaffen, die deine Leute herrschen. Gute Nacht. Du weißt, dass er mit einer eigenen Tür sind. Gute Nacht. Wo ist das Labor? Auf! Ich hab die ganze Nacht Zeit! Kein Laufer! Siehst du das? Mensch, du musst mir nur sagen, wo Bartow ist! Ich will seine Kein Anzeichen von Nadir. Finde heraus, ob die Geisel Bartow hat. Zweiter Stock, 451. Sie haben ihn gebrochen. Er sagte zweiter Stock, 451. Mehr Informationen haben wir nicht. Geh nach ganz oben im Haus. Wir treffen uns dort. Zweiter Stock. 451. Zweiter Hier ist jetzt alles beleuchtet wie in einem scheiß Fußballstadion. Ab in den zweiten Stock sofort. Ich arbeite daran. Du, Erin. Hast es gut. Okay. Tut mir leid, dass ich so ruhig bin, aber es ist echt. Ich will vorsichtig sein, ich will nicht so viele Fehler machen. Oh, hoppla. Okay, ich bin drin. Begib dich in den zweiten Stock. Wir müssen uns beeilen. Alter, one hit. Frechdachs. Mehr Shift Asset Illu. Ma fi halteni! Juani! Juani! Okay, ich bin drin. Begib dich in den zweiten Stock. Wir müssen uns beeilen. So viele Schritte hier. Geh in den zweiten Stock. مرحبا عيد رحلة ايه مرحبا عيد يعني رحلة ايه من وين عم يجي هالضرب شو عم يصير هنا مين هون مرحبا ich konnte nicht ich höre nur Schritte von jeder Seite مرحبا عيد رحلة ايه مرحبا عيد Von jeder Seite Sprints. Ja, ich hab jetzt nicht dran gedacht, dass er hier speichert. Leute, da war noch einer. Und ich war geblendet, weil ich meine Nachts jammern wollte, weil ich gucken wollte, ob ich draußen noch so einen Stromkasten finde.
Ja, aber ich kann ihn nicht deaktivieren. Das ist eine Schweinerei. Komme ich irgendwie anders noch zum zweiten Stock? Okay. Ei. ما عندي شيء بالغن رح ضل هون عم دور حدا شاف شيء Ich höre so unnormal viele Steps. Zweiter Stock, Kyle. Los! Unterwegs in den zweiten Stock. Nicht schießen, bin oben. Alter, diese Steps, die machen mich wahnsinnig. Vier, fünf, eins. Wir brauchen sie lebendig. Blöder Mistkerl, wo ist Marco? Er ist nicht hier. Meine Familie war. Beschützt ihr ihn etwa? Nein, wir holen dich. Komm. Wartet, ich bin nicht euer Feind, seht? Ich weiß, wo das Gas herkommt. Ich habe den Standort. Das ist Barkovs Chemiefabrik. Ja, ich will sie zerstören. Wir sind auf derselben Seite, Captain. So nicht. Dann helft uns. Bitte, helft meiner Schwester. Leise. Runter! Es sind Barkovs-Männer. Ich kenne einen Ausweg. Die Tunnel im Norden. Ich hab dich im Auge, Halt. Ihr verarscht mich nicht. Die Tür klemmt! Kai! Die Tür klemmt! Die Tür! Ui, 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 Renn. Das war ein Stich ins Wespennest, hier. Dafür wird Barkov Köpfe fordern! Au! Merz! Jetzt weiß ich, wo Captain Price gerade vorlässt, oder? Hier fliegt aber vieles auf mich drauf. Nein.
weiter auf die Russen. Hilf, Gary! Gebe Deckung! Bist du verletzt? Nee. Auf die Beine! Wir verschwinden hier! Warte, die Waffe! Oh. Im ersten Stock. Nein, kann sie nicht sehen. Das war euer Ziel. Granate, weg da. Weg, weg. Durch die Gebäude. Und ich krieg schon wieder direkt zwei Hits und ich bin tot. Ich brauche Deckung. Ja, ich bin tot, Price. Deine Deckung kann mich mal... Wo sind wir? Ja. Geht durch die Gebäude. Los. Ja, denkst du, hä? Au. Werfe Molotow! Du wirfst kein Molotow. Warum lügst du mich an, Price? Man soll keine Lügen erzählen, Price. In die Gebäude und offene Bereiche vermeiden! Gewächshaus ist eine dumme Idee. Der Heli hat mich angesehen. Au, 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 ist mir egal. Verschlossen! Price, ich brauch was, um sie zu öffnen! Nimm den hier! Geöffnet, gehen wir! Au. Au. Oh, genau. Sammel dich. Mir ging's nicht besser, Sir. Der Sturz hat mein Nachtsichtgerät nach oben gemacht. Vergiss es. Du bist erledigt. Captain! Für dich gibt's kein Zurück, Hadir, das weißt du. Aber ihr tut das Richtige, ja? Boss, wir bringen das zu Ende, oder? Wir brauchen Hilfe. Hoffen wir darauf. Geh. Tada, Bitch. Captain, bitte, geben Sie Farah die Pläne, das schulde ich ihr. Du schuldest es der ganzen Welt. Was kümmert mich die Welt? Ich tat es für meine Schwester. Baseplate an 06, verbündetes Flugzeug nähert sich von Süden auf 180, Rufname Watcher 1. Roger. Das ist Laswell. Was macht sie hier? Ich rieche Blut. Laborinfos, behalte die. Ja, Sir. Zur Hölle soll das? Ein Schlussstrich. Wir liefern ihn aus. An wen? Russland. Ein Austausch? Kein Austausch. Was ist los, Boss? Moment. Machen Sie keine Schwierigkeiten, Captain. Dann geben Sie mir keinen Grund. Das ist ein Stellvertreterkrieg. Wir sind alle nur Spielfiguren. Sie sprechen für sich. Hände gehen aus. Ja, Sir.
Hört ihr für sie? Infos sind meine. Was immer sie vorhaben, ich kann helfen. Ich werde mich bei ihnen melden. Ich weiß, wie das läuft, Captain. Diesmal nicht. Sie gaben Hadir an die Russen. Die töten ihn. Wenn er Glück hat. Wieder retten Sie die freie Welt, Captain Price. Hadir fand Barkovs Labor in Ostgeorgien. Die Gasfabrik. Er wollte sie zerstören. Hadir ist völlig irre. Wir sind alle etwas irre, oder? Hab ich recht, Alex? Auf jeden Fall, Sir! Wenn du hilfst, vollenden wir, was er begann. Sie sind ein guter Freund und bestimmt ein schlimmerer Feind. Aber ich falle nirgendwo ein. Ich verteidige mein Volk hier in der Heimat. Manchmal ist die beste Verteidigung. Alles da. Pläne. Personal. Verstehe. Eine Miliz ohne Verbindung zum Westen könnte das machen. Und schuld wären die Terroristen, oder? Es war gut, ihnen zu trauen. Ist Barkov dort? Ist er mein? Das ist eine Geheimoperation, um Barkovs Labor zu zerstören. Nikola ist bereits drin. Er gibt euch die Sprengsätze. Zwei Teams infiltrieren. Garrick und ich platzieren Sprengsätze an der Pipeline. Farah und Alex besorgt einen Zünder von Nikolai und präpariert die Heizkessel. Ist der Sprengstoff platziert, bringt euch in Sicherheit und zündet ihn. Leswoods Luftunterstützung räumt frei. Der Rest liegt bei uns. Truppen ohne Schutz, Nordseite der Brücke. Feuer frei. Verstanden. Hier markieren. Ding Dong. Jemand zu Hause? Hier nach! Yalla yalla! Perimeter offen, Ken. Wir rücken vor. Nein, das tun wir nicht. So, genau hier mache ich Pause. Bis zum nächsten Video. Haut rein, Leute.